Wie jedes Jahr, so auch diesmal, lud Bürgermeister Alfredo Rosenmeier zu einem freundschaftlichen Fußballturnier für Amateure ein. Zumindest auf familiärer Ebene wurde uns sein Nachfolger vorgestellt. Es geht ganz einfach um Spaß und Bewegung, etwas Sport, und der Wettergott meint es auch gut mit uns heute. Das ist eine Tradition der Ebenfurterinnen und Ebenfurter, dass wir dieses Jux-Turnier schon viele, viele Jahre machen, und ich freue mich, dass wir wieder 13 Mannschaften heute hier am Feld haben. Es macht eh sehr viel Spaß, und ja, er kann halt nicht besonders gut Fußball spielen und deswegen muss ich mal ein bisschen aushelfen. Ja, Gott sei Dank betätigen sich die Leute vermehrt auch sportlich, und es tut mir leid, dass ich nicht selbst mitspielen kann, aber es würde noch immer Spaß machen. Es ist ein absolut tolles Turnier vom Alfredo bzw. dem kompletten Team von der SPÖ Ebenfurt organisiert. Es sind tolle Mannschaften, eine gute Motivation, gutes Wetter, Gott sei Dank. Ist ja auch nicht selbstverständlich am 1. September Wochenende. Und ja, anstrengend, nicht mehr so im Soft, wie man gerne hätte, aber an sich super organisiert, gutes Essen. Stimmung ist super, also alles passt. Es ist schon eine politische Message, ganz klar, mit den Kernleiberl. Wir sind einfach auf die Idee gekommen, eben da ich im Büro arbeite, in der Bezirksorganisation, hey, machen wir doch mit bei Alfredo sein Turnier, stellen wir eine Mannschaft, spielen wir mit Kernleiberl, das ist sicher witzig. Die Leute haben das auch gut aufgenommen, wir haben eine super Mannschaft zusammengestellt. Und ja, ich denke, die Message kommt da, jeder findet es witzig auch. Viele Leute wollten Leiberl kaufen, also es kommt gut an. Ich bin froh, dass sich junge Leute für Christian Kern engagieren, dass sie sich auch in der Öffentlichkeit dazu stehen trauen, und ich unterstütze sie natürlich. Wahlen sind immer für mich gesehen, ich sehe das sportlich, Auseinandersetzungen, und ich würde das insofern sportlich betrachten, weil die besten Ideen sollen durchaus sich durchsetzen. Die Problematik bei den Wahlauseinandersetzungen ist halt oft so, dass die meisten eigentlich Dinge von sich geben, die nicht einhaltbar sind, die nicht nachvollziehbar sind und leider Gottes vielleicht aus oft oberflächlichen Gründen solchen Menschen die Zustimmung gegeben wird. Zunächst einmal wird es eine Richtungsentscheidung für Österreich werden. Und ich gehe davon aus, dass die Bevölkerung die richtige Wahl treffen wird. Und ich hoffe, dass wir als Nummer 1 durchs Ziel gehen.